Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderschönen Video. Alter, oh mein Gott, dreh dich bitte nochmal ganz kurz. Natürlich. Dreh dich nochmal ganz kurz Warte. Rum. Dreh dich nochmal ganz kurz rum. Dreh dich nochmal, dreh dich nochmal. Dreh dich nochmal. Geht nicht mehr, geht nicht mehr. Dreh dich rum! Zeig dein Popo! Ich kann nicht mehr, ich drück die ganze Zeit drauf. Ja, schade. Leute, mit dabei ist heute liebe Sturmwaffel. Willkommen zu einem weiteren Video von Fortnite. Und ich habe mal wieder in den Weiten des Internets gescrollt. Beziehungsweise ist es auf der Startseite von Reddit aufgetaucht. Und da habe ich mir gedacht, Leute, probieren wir das selber mal aus. Wir hängen natürlich hinten dran nochmal einen epischen Win. Aber jetzt wird erstmal geguckt, ob wir das überhaupt so nachbauen können. Denn es gibt die Möglichkeit, Leute, sich angeblich auf annäherndes Niveaus des Battle Bus zu teleportieren, beziehungsweise hoch zu katapultieren mit dem Jumping Crystals, dem wunderschönen Jump Pad und diesen Bouncer-Pads, Leute. Jetzt ist natürlich die Frage, wie timet man das richtig und so weiter und so fort. Und genau das werden wir jetzt ausprobieren, Leute. Wir müssen erstmal zu einer Location hin, wo es Jumping Crystals überhaupt gibt. Und die gibt es ja meistens in Dusty Depot, aber auch an anderen Städten. Denn den Fehler, den viele Leute machen, Dusty Depot ist ja deutlich niedriger als der Rest der Map. Dementsprechend suchen wir jetzt erstmal eine andere Stelle, wo es diese Kristalle vermeintlicherweise geben könnte. Freddy, wo gibt es die Jump-Kristalle noch? Überall, wo ein Loch ist. Wo ist ein Loch? Nee, das ist ja nicht mehr so. Ist ja nicht mehr so. Doch, in den Trucks ist das aber immer. Aber nein, ist ja nicht mehr so. Ist ja nicht mehr so, oder? Die Trucks stehen jetzt überall auf halber Strecke, glaube ich. Lass mal nach Retail Rogan. Ich glaube, da war was. Ja, doch, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ritalinro. Hallöchen, Ritalin da gehöre ich hin. So, jetzt brauchen wir erstmal diese Jump-Dinger, ne? Genau, hier sind die nämlich, hier vorne rechts, da sind sie nämlich zu sehen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir einen Lama finden, Freddy. Und, Lama? Ja, wir brauchen nämlich ein Jump-Pad. Und die Bouncer-Pads, Leute. Aber da brauchen wir doch kein Lama für. Natürlich, die Jump-Pads findest du am schnellsten im Lamas. Oh mein Gott, Freddy, Alter. Ach ja, Mann. Stimmt. Sorry. Ja, ich was bin voll weißt drin. Du denn? Oh mein Gott. Gar nichts mehr. Ja, okay. Abonniert meinen Kanal. Also, danke. Da ist ein Lama. Da ist ein Lama. Da ist noch ein Lama. Ja, perfekt. Freddy, ich markiere dir mal ganz kurz ein Lama. Ja, Freddy, geh mal dahin. Da ist ein Lama. Ich hole das andere kurz. Und dann gucken wir mal, ob wir die Bounce-Pads sowie auch das Jump-Pad finden, Leute. Wie gesagt, ich habe es nur gesehen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es wäre natürlich schön, wenn es funktioniert. Denn ich habe ein paar Sachen in meinem Kopf gemacht, um das Ganze quasi ein bisschen zu improven. Nummer 1. Die Person hat das Ganze in Dusty Devo gemacht. Das heißt, man kann gar nicht so hoch springen. Denn Dusty Devo ist ja, wie gesagt, ein Tal. Und ein Tal liegt im Regelfall etwas tiefer als der Rest der Welt. Dann gibt es die Möglichkeit, sich mit den Jumping-Kristallen ja noch eine Treppe hochzuspringen. Und dann während der Effekt quasi gerade kurz vorm Abklingen ist, das Ganze zu nutzen. Das heißt, man ist sowieso schon mal höher. Und wenn man das, glaube ich, alles kombiniert, könnte man sich eventuell auf die höchste Stelle boosten. Hab die Pads. Okay, nice. Aber kein Jump-Pad. Also nein? Nur diese Boost-Dinger. Ich guck mal, ich habe auch die Boost-Dinger. Ich habe noch kein Jump-Pad. Ich habe jetzt auch schon mal die Boosteris. Die Boosto-Bärts. Ich habe jetzt alle hier auf dem Boden gebaut, ne? Das war richtig, oder? Nein, das war falsch, Freddy. Okay, hier sind zwei Lamas übrigens direkt nebeneinander. Ja, dann gut, mach ich dann mach das mal direkt auf hier, Schätzelein. Dann gucken wir, ob da ein Jump-Pad drin ist. Die waren wirklich jetzt 5 Meter voneinander. Ja, ich weiß, das ist in einem Modus hier nichts Ungewöhnliches, ne? Da ist ein Lama vor mir. Mal auf, komm's ran. Na, leider nur. Perfekt, ich hab's. Frederik, ihr habt 2 Jump-Pads. Wie viel hast du? 0. Ah, super. Wo treffen wir uns? Markier mal. Wir treffen uns doch vorne bei dem LKW. Der steht nämlich hier. So, da. Also, jetzt geht es nämlich darum, Leute. Ich kann euch mal ganz kurz die Clip hier zeigen. Ihr habt es gerade gesehen, Leute, so sieht das ungefähr aus. Ich bin mal gespannt, ob wir das so repliziert bekommen, beziehungsweise ob das überhaupt noch funktioniert. Man weiß ja nicht, die Jungs von Epic Games sind super, super schnell beim Nachpatchen. Da muss man eigentlich auch immer relativ schnell sein, um sowas auszuprobieren. Falls es funktioniert, Leute, macht's easy nach. Der Originalclip ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall ganz kräftig bei dem netten Dude, der genau das für uns hier herausgefunden hat. Also, was war das? Ja, da geht mal gut. Da Grüße. Wollen wir gar nicht erst drüber reden. So, schaut mal ganz kurz her, Leute. Wir bauen nämlich jetzt erstmal die Konstruktion aus dem Video nach. Genau, jetzt kommt quasi, warte, hier kommt jetzt so. Hier kommt, nee. So, doch. Nee. Doch. Und dann so. Nee. Doch. Also jetzt schon falsch. Ah, dann kommt das hier hin, das Ding, ne? Hupala. Wo kommt das hin? Das kommt hier hin, ne? Nee, alles richtig. Ist richtig? Wir also, auch so machen, wir gucken mal. Normales Jump-Pad. Ihr seht das hier, Leute. Ihr seht das hier. Und jetzt gehen wir mal hin und schauen das Ganze mal mit dem Jump-Boost dieser wunderschönen Falle an. Wir müssen mal ganz gucken, ob wir das hier hinbekommen. Stellen uns hier hin und ihr seht es gerade, bam. Man wird auf jeden Fall schon ordentlich hochgeboostet. Den Trick kennt ihr ja schon, den haben wir schon in unserem Video mal gemacht. So, Leute. Und jetzt kommt es nämlich ganz dick. Ich würde sagen, wir bauen aber trotzdem mal ein paar Wände dazu, damit wir euch mal ungefähr zeigen können, Wände, wie das aussieht. Ich würde sagen aber, Freddy, wir bauen die Wände aus verschiedenen Materialien. Also zuerst Stahl, damit man halt ein bisschen abschätzen kann, weißt du? Verstehst Stahl. Du? Stahl. Stahl. Hab gemacht. So, hier, guck mal hier, Leute. Zack. Oh mein Gott, okay, man kommt schon richtig, richtig hoch. Und jetzt würde ich sagen, nee, da sollen die Wände ja nicht hin, Frederik, ne? Wo sollen die Wände hin? Die sollen hier hin. So, gehen wir da ganz was raus hier, raus. Kann nicht raus, bin tot.
Gar kein Problem. Okay. Boah, du kannst ja richtig schnell bauen inzwischen. Alter. So, und jetzt habe ich mich verbaut. Naja, schade. Ist jetzt auch egal. Und jetzt baue ich mir hier oben nämlich selber noch so ein Ding drauf. Hui! Und falle jetzt einmal mal runter. So, Leute. Mach mal ganz kurz den Move. Mach mal ganz kurz den Move. Oder mach mal. Okay, geh nach vorne und... Okay, ich würde sagen... Boah, Alter. Du kommst noch höher. Und zwei. Ein, ja, okay. Eins, zwei. 11. Bauen wir weiter oben drauf, Freddy. Bauen wir weiter oben drauf. Ja, ja. Also wir kommen jetzt schon mal 11. Kann sein. 11 Blöcke, 11 Wände quasi in dem Fall so hoch. Wir können es aber jetzt mal ausprobieren, Leute. Wie das dann aussieht, wenn wir gleich... Was ist denn jetzt hier dann noch? Eins, Stein, zwei, Stahl. Boah, Leute. Oh mein Gott. Wow. Hast du das gesehen, Digga? Nö. Nee. Ich bin komplett bei dir oben, Digga. Schau mal. Was? Ich bin bei dir ganz oben. Hast du mit dem Stein gemacht? Nee, ohne Stein. Das war noch ohne Stein. Krass, okay. Okay. Das ist tatsächlich sehr hoch. Okay, warte. Ich setze hier nochmal ganz kurz eins hin, dass wir nochmal runterkommen. Wow, 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 ohne Schaden. Ohne Schaden. So. 13 Wände, Leute. Freddy macht den Jump. Ah, oh, knappes Ding. Boah, genau, Digga. 13 Wände kommt man alleine damit jetzt schon hoch, Leute. Und jetzt, ihr seht schon, was diese Combo ausmacht. Nehme ich mir mal ein Jumping Crystal und ich versuche das Ganze jetzt mal, okay? Also, yes. Jumping Crystal wird inhaliert, Leute. Jetzt muss man eigentlich nur noch Folgendes tun. Sich hier hinstellen und bam. Oh! Alter! Mega krank. Ey, ich bin 14 Blöcke oder sowas hochgekommen. 14, 15 Blöcke, Alter. Boah, Digga! Ey, das ist schon heftig. So geisteskrank. Es ist schon heftig. Einfach. Oh mein Gott, Leute. Okay, das ist wirklich crazy. Ich würde sagen, ich baue mal auf der anderen Seite kurz eine Treppe da hoch. Denn das ist nämlich der Clou quasi an der Sache. Wenn wir nämlich jetzt hingehen und das Ding quasi in den Himmel hineinbauen, sprich uns halt ein bisschen mehr Höhe verschaffen, indem wir das Ding, wie gesagt, noch komplett oben bauen, ja, können wir annähernd die Höhe des Battlebus erreichen, Leute. Das Höchste, was es überhaupt in Fortnite quasi, ja, das Höchste der Gefühle, kann man fast schon sagen. Das Höchste der Gefühle, stimmt, ja. Oh nein! Ich habe vergessen, dass da noch dieses Ding drunter ist. Bauen wir hier nochmal Verschiedenes. So. Und jetzt können wir mal ganz kurz zählen, wie hoch das ist, Freddy. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4. Leute, 19 Wände hoch. Ich würde sagen, Kristall reinballern und in die Ausgangsstellung. Wow! Ja, fast Alter, genau. 18 okay, Höhen. Okay, 18 Höhen. Das ist vorne verrückt. Das ist verrückt. Das Schöne ist, dass ich jetzt noch den Jumping Crystal drin hätte und jetzt theoretisch hier oben noch was hinbauen kann. Das heißt, wir können hier hoch, schaffe ich es ja easy, oder? Nach hier. Ja, müsstest du schaffen. Ja, das so. Würde ich halt nur nicht zubauen hier, ne? Warum? Sonst knallst du doch mit dem Kopf dagegen. Ach ja, macht Sinn. Jetzt bauen wir hier oben nochmal quasi die gleiche Konstruktion wie unten hin, dass wir uns von hier aus dann hochkatapultieren können, Leute. Und ihr seht ja schon ungefähr, also ich kann euch jetzt mal ganz kurz zeigen, bis zur maximalen Bauhöhe ist da nicht mehr so viel, ne? Also ich glaube, das ist jetzt, sind jetzt noch vielleicht 20 Stufen oder sowas. Ah, da geht noch einiges. Okay, das ist doch noch ziemlich hoch, tatsächlich. Eigentlich bräuchten wir noch ein Jump Pad, Freddy. Dann können wir nämlich von dort aus nochmal höher jumpen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das heißt, man geht halt einfach mit dem Bounce Crystal noch ein bisschen weiter hoch, ne? Also, dass wir erst. Ja, aber den Effekt. Ach so, ja. Ja, weil der ist doch eine ganze Weile der Effekt. Also, da hast du doch bestimmt deine 15, 20 Sekunden. Meinst du, ich habe so viel Zeit? Nicht noch mehr. Ja, meinst, doch. Soll ich mal sagen, wir machen es einfach hier? Ja, also, du kannst ja auch noch dann fett nach oben springen, ne? Also, ja, lass doch einfach mal hier probieren. Haben wir denn da unten noch einen, dass ich es mal probieren könnte? Bounce Crystals haben wir noch genügend, ja. Ich glaube, wir springen halt wirklich krasser als die maximale Bauhöhe. Je nachdem, wie hoch wir jetzt kommen. Können wir das hier sogar noch hier beliebig erweitern? So. Okay, jump da hoch und go. Ja, auf jeden Fall. Okay, easy. Mach. Warte. Hier und dann kannst du hier nochmal. Ja, okay, da geht noch mehr. Das heißt, man kommt ja bis hierhin, oder? Bis ja, hierhin, locker, wo ich locker, bin. Locker. Hier ist auf jeden Fall ausreichend. Ich meine, guck mal, Leute, das ist jetzt auch gar nicht mehr so viel mehr. Also wir können damit höher springen als die maximale Bauhöhe, was schon komplett gestört ist. Okay, Freddy? Yes! Wo positionierst du dich? Ich bin am Truck und ich nehme einen mit dir und dann bin ich dafür, dass wir das beide machen. Beide? Aber ich meine, wir haben da nicht mehr so viele. Wenn es jetzt schief geht, haben wir nur noch zwei Versuche, ne? Ja, dann mach du. Oder? Was machst du? Warte, dann geh ich nach oben. Oh Gott, nein! Guck nicht hin, schneiden wir raus. Oh, das war ein No-Scope. War es nicht, ich hab okay, es tut mir leid. Wo wartest du oben auf mich? Auf dem Weg schon. Stinken! Also an beide Stationen. Stinkepups! Die Station kennt ihr ja schon. Okay, gut. So. Soll ich hoch? 3, 2, 1, go. Okay, Leute. Jump Crystal ist intus. Jetzt heißt hier vorsichtig sein. Okay, wir kommen hoch. Nein! Was? Nein. Oh Gott, ich bin falsch geflogen. Ich bin an die Decke gekommen. Oh je. Gucken, ob du das noch schaffst in der Zeit. Oh mein Gott. Da kommt er. Okay, Leute. Er pufft schon. Er puffert. Oh Gott! Alter!
Hä? Holy shit, hast du gesehen, wie hoch ich war? Ja, das ist echt krank gewesen. Digga, das ist echt fast die Höhe des Battlebus. Das ist einfach nur krank. Ich will auch mal. Okay, Leute. Ich versuche jetzt nochmal einen Flawless zu machen. Aber eine Sache, die mich da oben ein bisschen stört, ist dieses Ding hier vorne. Da bin ich nämlich gegengeflogen. Das machen wir jetzt nämlich jetzt mal weg, Leute. So. Unmöglich. Okay. Sollen wir zusammen machen? Ja, warte. Komm du direkt hinter mir, okay? Okay. Okay. Eingriffsteil einnehmen. In die Ausgangsposition. Nach vorne. Und go. Okay. Wir laufen hoch, wir laufen hoch, Leute. Wir laufen hoch, wir laufen hoch. Auf geht's, auf geht's. Oh mein Gott. Damn Gott, Alter. Leute, schaut jetzt mal bitte, wie krank hoch man springen kann. Wir gehen jetzt hier vorne hin, Leute. Wir haben noch ordentlich Zeit. Positionieren und 3, 2, 1, go. Ey. Wahnsinn, Leute. Habt ihr jemals gesehen? Leute, das ist Höhe des Battlebus. Ihr seht das hier gerade, Leute. Oh mein fucking Gott. Leute, ich würde sagen, unser Experiment ist mehr als so geglückt. Also, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, im Battle Royale Modus das auszuprobieren, Leute, schickt mir auf jeden Fall einen Clip davon auf Twitter. Ich würde es mir sau gerne ansehen. Das ist auf jeden Fall echt das Witzigste, was ich seit langer Zeit gemacht habe in Fortnite. Vor allen Dingen ist es gar nicht mal so, also ich meine, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ja, angenommen, es ist jetzt in einer brenzligen Situation, in Dusty zum Beispiel, ja, man hat dann quasi diesen Jumping Crystal, nimmt den und die Gegner kommen, dann platziert man ganz schnell das Bounce Pad und das Jump Pad so, kann dann sich ganz schnell wegkatapultieren, Leute, und kann sich halt dann wirklich... Nochmal, ihr habt es gerade gesehen, durch das Öffnen des Fallschirms würde ich nochmal höher teleportiert. Es ist wirklich, wirklich crazy. Also sowas habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und wie gesagt, ich glaube, so unwahrscheinlich ist es gar nicht, dass man Jump Pad und dieses wunderbare Bounce Pad noch hat. Zusätzlich dann halt noch den Jump Crystal, Leute. Das hier ist der Maximalpunkt, ihr seht es gerade, Leute. Und das ohne Battle Bus ist schon beachtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht auf jeden Fall echt Bock. Leute, ich würde sagen, das war es auf jeden Fall von unserer kleinen Experiment-Session. Wenn es euch gefallen hat, bleibt auf jeden Fall dran. Also, bis dann. Ciao, ciao. Lasst einen Daumen nach oben, da schaut bei Freddy vorbei. Tschüss.